machst du da? Ich dachte, du machst ein Foto, was du mit. Ja. Das ist jetzt der Fall. Du musst jetzt Zeit zu stehen. Du bist der Nette in der Gruppe? Oh, du bist die Herzliche. Ich bin der Nette. Und du bist der Kameramann. Deutschland. Das war Bennett. Der wollte eigentlich gar nicht auf dem Video drauf sein, aber da war er ganz kurz. Wir sind jetzt in Janogo. Mitten im Nirgendwo. Wir sind gefühlt die einzigen Europäer. Wir waren jetzt Pizza essen. Und die Karte war ausschließlich auf Japanisch. Wir haben also keine Ahnung gehabt, wie wir bestellen sollten. Bis wir dann irgendwann die Kellnerin herbeigerufen haben, die uns geholfen hat. Und erstmal habe ich eine Pizza bestellt mit Mochi. Wusste nicht, was es ist. Mochi? Nee, Mochi. Achso. Und die Kellnerin hat mir dann... Video ist irgendwie scheiße. Ja, richtig. Kellnerin hat mir dann irgendwann gesagt, hör mal, das ist eine Süßspeise. Ich so, nee, dann möchte ich ja das andere. Und Bennett hat sich so eine Mixpizza bestellt. Dann kam meine war so eine Bolognese-Pizza, Bennetts Mix-Pizza, war natürlich Meeresfrüchte drauf. Wir haben getauscht, nett wie ich bin. Ja, ja. Ich wollte Danke sagen. Ja, gerne. Tschüss. Hello everybody. Beste Laune, noch leicht nasse Haare. Wir sind jetzt in Daisen, das ist ein Skiort. Und der Mount Daisen ist praktisch direkt neben uns. Wir sind gerade auf 700 Meter Höhe. Wir haben leider noch ein bisschen Scheißwetter, aber laut dem Wetterbericht soll es um 11 Uhr, also ungefähr eine halbe Stunde, aufklaren, die Sonne soll rauskommen. Das ist also unsere Hoffnung. Ich bin sehr gespannt. So, Mr. Carr, there is a ghost from European good-looking man.
Gentlemen, ich befinde mich gerade im Wald in Japan und ich habe ein wildes Wesen getroffen. Ein Bennett. Was gerade noch gepinkelt hat. Also, der Weg ist wie folgt zu beschreiben. Die Treppenabstände sind so hoch. Ich sehe nichts. So hoch. Alles ist nass. Du kannst immer nur 10 Meter weit gucken. Kommst um eine Ecke und kannst wieder 10 Meter weit gucken. Das heißt, ich bin gerade verfickte 2 Stunden auf dem Stepper rumgerannt. Für diese Aussicht. Aber egal. Ja, die Aussicht war super. Ja.